Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Ich warte mal wieder auf unser nächstes Gastpferd. Wie so häufig müsste das bald da durch unser Tor kommen. Ich bin richtig gespannt. Joker ist sein Name und ich glaube, es ist ein Galopprennpferd gewesen. Und die Beschreibung, die ist von Schlagen, Beißen zu mit gutem Trainer habe ich das in den Griff gekriegt. Jetzt ist aber wieder irgendwas passiert. Eigentlich sollte der Joker schon vor einer Stunde hier eingetroffen sein. Es gab aber Probleme beim Aufladen. Also ich glaube, die Besitzerin oder der Besitzer, nein, es ist eine Sie, ist bestimmt schon richtig gut bedient, wenn sie hierher kommt. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwo hin möchte und dann sein Partner fährt, keine Lust hat, auf den Anhänger zu steigen. Ich finde, das ist schon immer wirklich der größte Graus, den man sich vorstellen kann. Deswegen haben wir das mit Jack und Joe so früh gemacht. Das möchte ich wirklich gar nicht haben. Und für mich bedeutet das auf jeden Fall, am Mittwoch muss der Joker ja wieder von hier weg, eigentlich. Und ich habe immer überhaupt gar keine Lust auf Verladestress am Abholtag. Also ich bin gespannt, mit was für Problemen er kommt, was ich machen muss, weil ich hätte natürlich auch ganz gerne das Einsteigen in den Anhänger geregelt, wenn er natürlich andere Trainingsziele braucht, die wichtiger sind, dann muss ich da natürlich ran. Ich hoffe, Beißen und Schlagen gehört der Vergangenheit an und das sind jetzt irgendwelche anderen Sachen, die wir wirklich erarbeiten können. Ich habe so ein bisschen rausgelesen, dass das große Ziel der Besitzerin ist, entspannt auszureiten und da kommen sie, glaube ich. Ah ja, es ist ein Anhänger dran und ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Ob wir eine strahlende Besitzerin haben, ob wir schon eine echt abgenervte haben, mal gucken. Hallo, ich habe schon gerade gesagt, ob wir eine strahlende Besitzerin haben oder eine, die sagt, oh Gott, alles Katastrophe. Jetzt ist oh. Und wer bist du? Wer bist du denn? Hallo, Ariane. Wollen wir erstmal befreien? Ja, natürlich. Ganz klar. Na? Alles gut? Ja, alles gut. Ja. Ja, fein. Der ehemalige Galopper Joker macht jetzt so erstmal einen entspannteren Eindruck als seine Besitzerin. Aber er weiß ja auch nicht, wo er gerade hingefahren ist. Lässt er sich wieder aufhalten und sowas? Ja, ja. Dann können wir alles abmachen. Unser nächstes Gastpferd ist da, gerade ja schon gesagt. Ich glaube, ich habe gedacht, du kommst völlig entnervt hier an. Nein. Aber Joker steht jetzt richtig, ne? Joker, ja, ne? Joker. Steht in der Box. Wie soll ich dich denn eigentlich nennen? Nicole. Nicole, okay. Nicole, stolze Besitzerin davor. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Joker ein ehemaliges Rennpferd? Richtig. Galopp oder Trab? Galopp. Galopprennpferd, ja, okay. Er hat von 8 Rennen 4 bestritten und die anderen 4 hat er erfolgreich durch Steigen vor der Startbox verweigert. Und dann haben sie dann beschlossen, ihn aus dem Rennsport rauszunehmen. So sind die Informationen, ich will nichts Falsches erzählen, ja, die ich damals gesagt bekommen habe. Und ja, und ich habe ihn dann in unserer Nähe gefunden. Und da war er 4 Jahre bei der Vorbesitzerin und habe ihn mir dann angeschaut mit der Bemerkung der Vorbesitzerin, wenn er was nicht will,
dann sagte er einem das. Aha, okay. Das habe ich dann auch ziemlich schnell zu spüren bekommen. Okay. Steigen an der Hand, okay, beim Runterholen vom Paddock, also jetzt eigentlich nicht aufregende Dinge. Okay. Anrempeln, beißen, das war doch, mein Mann musste gut einstecken, weil er war teilweise derjenige, der auch kraftmäßig ihm so ein bisschen entgegenkommen konnte. Wo er Dein sich, Mann ist Pferde erfahren? Nein, oder gar nicht. Auch der Arm? Nein, durch mich. Aber okay, er hat die Ruhe weg und das ist, glaube ich, das fehlt ja vielen. Also da ja muss ich schon sagen, da bin ich sehr froh, dass ich ihn habe, ja, unter anderem. Ich kann nicht ohne. Es ist entweder man lebt dafür, ja, oder man tut es nicht. Und ich bin halt der Typ Mensch, den ganzen Tag zu Hause neben meiner Arbeit, die generell schon mit Menschen zu tun hat, ja, möchte ich gerne auch in meiner Freizeit etwas machen können, was mich glücklich macht. Und das ist halt immer Pferd gewesen. Und okay, dann habe ich es noch einmal probiert mit ihm. Mhm. Ihn habe ich jetzt seit Oktober 21. Mhm. Und sind ja dann aber auch schon etwas ja, über zwei ja Jahre, nee, noch nicht ganz zwei Jahre. Ja, Problem war, vor ihm bin ich einen aktiven Renner, relativ mhm aktiv noch im Training, Rennerprobe geritten. Der hat dann in der Halle seinen Trainingsplan abgespult und ist dann nach drei Runden Trab in den Galopp gefallen und das auf dem Trainingssattel. Mhm. Schön. Wenn man Pausche und Co. gewöhnt mhm ist, versucht man natürlich irgendwo Halt zu kriegen und das war dann genau das, was ich nicht hätte ja tun sollen. Und dann haben sich unsere Wege getrennt. Ich links in die Bande und fährt weiter auf dem Zirkel. Und von da an hatte ich diese Galoppblockade im Kopf. Okay, das war also gar nicht mit nein ihm. Nein, nein, absolut nicht. Wenn ich auf ihm sitze, er würde nie was tun, um mich loszuwerden. Das Steigen ist situationsabhängig. Wenn jemand Neues, dann ja testet er schon mal mit mhm diesem typischen. Und deswegen hatte ich mhm dein Video damals auch kommentiert ja mit Gedankengänge. Ach so, schön mhm zu verstehen, weil ja du in dem Video irgendwas mit nach vorne treten, ja, Dominanzverhalten. Ja. Ja. Das haben wir dank Knotenhalfter und langem Strick. Ja. Also wir haben kein Gebiss und nichts weiter für diese Bodenarbeit benutzt, sondern nur das reine Knotenhalfter für Gehorsamstraining. Spazieren gehen ist inzwischen möglich, ohne dass es selbst mörderisch wird. Okay. Dieses Kerzengerade in die Luft ist eigentlich beim Rausbringen auf die Wiese zum Beispiel, wenn es ihm nicht schnell genug ging. Ach so, okay. Dann war dieses, mhm, ich will aber jetzt und wir sagen, ja, nein, okay, du hast zu warten. Also Energiestau. Mhm. Richtig. Und seitdem wir jetzt mit ihm Spaziergänge, Hängertraining, hat er gar keine Lust mehr zu steigen. Also die mhm Luft ist dann wirklich raus, dass er auch sagt, ich komme ja an mein Ziel, ja, aber halt auch in Ruhe. Ja. Und warum bist du jetzt hier? Was ist euer Reiten Problem? Das Reiten. Ich habe eine Bereiterin da gehabt, die ihn geritten ist. Daraufhin, ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht war sie zu stark in der Hand oder mit dem Bein. Oder keine Ahnung. Er war klappern. Viel mhm klappern mit dem Gebiss. Dann so in sich rollen. Dann nicht wirklich vorwärts schreiten mhm wollen. Dann mal kurz in die Luft gehen, aber dann auch wieder vorwärts gehen. Aber halt also dieses, das sah mhm unter Zwang aus. Dann mhm hatte ich eine Reitlehrerin, wo ich dann Unterricht genommen habe. Mhm. Schritt, Trab. Also du reitest ihn? Ich reite ihn, ja. Oh, oh. Aber ich habe im Hinterkopf immer dieses, tue ich ihm gerade weh? Mhm. Oder ist es Widersetzlichkeit? Ich kann mhm es nicht zuordnen, weil mein reiterliches Können dahin nicht stark genug ist, mhm, sagen zu können, da reite ich jetzt mal drüber ja weg. Aber halt das Reiten aus dem Sattel raus, das ist so, mhm, ich habe es dem Sattler vorgeritten. Ich habe es einem Osteopathen vorgeritten. Ich habe es einem Tierarzt erklärt. Wir haben den Rücken röntgen lassen. Wir haben die Halswirbelsäule röntgen lassen. Die Reitlehrerin selber hat sich draufgesetzt und sagte im Schritt schon, der hat ein Problem. Der hat ein ganz massives Problem. Da musst du den Rücken röntgen lassen. Okay, dann lasse ich den Rücken röntgen. Keine Kissing Spines, was für einen Blüter echt selten ist. Danke, Joker. Das ist so lieb von dir, dass du mir mhm was abgibst. Ich habe auch die Bilder mitgebracht auf dem Stick. Mhm. Vielleicht möchtest du sie dir irgendwie mal anschauen. Für mich ist es jetzt so, ich müsste euch beide natürlich sehen. Aber das ich saß jetzt so lange nicht drauf. Deswegen, ich würde Doppellonge oder Longe anbieten ja können. Ja, das ist gar kein Problem. Für uns ist es jetzt nur so, also wenn Pferde vorgeritten wären oder sowas, dann ist das so, dass wenn das der große Wunsch ist, dass wir das auch mal mit einbauen, wie man in manchen Videos sieht, dass wir uns selber draufsetzen.
Wenn Pferde nicht vorgeritten werden, machen wir das auch nicht. Okay. Das ist einfach ganz klar, weil wenn wir uns irgendwas brechen oder sowas, nein, dann steht um der ganze Willen, Betrieb, der ja, ganze klar. Betrieb still. Ja. Sattel und all sowas hat habe ich mit. Alles dabei. Dann würde ich sagen, laden wir doch erstmal alles einmal aus. Mhm. Und dann wäre es schön, wenn ich ihn sehe. Ich weiß nicht, ob du ihn links, rechts anbindest. Das kennen wir nicht. Pferde ja meistens gar nicht. Weil er so steht oder weil er hängt sich auf. Okay, alles klar. Er steht. Ich weiß jetzt natürlich, ist eine fremde Umgebung. Wir waren noch nie vom Hof weg. Mhm. Aber ich glaube schon, wenn ich gleich meinen Militärton wieder spielen lasse, dass er dann auch stehen bleibt. Ist leider so. Manchmal, ne? Muss man schon mal ernst mit ihm reden, weil ich muss euch so kennenlernen, wie ihr das macht. Wie gesagt, ich habe da auch meine bessere Hälfte, der mir da wirklich tatkräftig zur Seite steht und ab und an schon mal sagt, boah, jetzt atme doch mal durch. Ja. Komm doch mal runter, entspann dich mal. Dann bin ich ganz gespannt. Du musst entspannen und ich bin gespannt. Okay. Super, legen wir los. Und während Nicole ihre Sachen auslädt, geht Ariane mit Joker schon mal auf Tuchfühlung. Ganz hübscher. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt so ein Blüter, so ein schmaler. Der sieht ja richtig, richtig, richtig toll aus. Hm? Und ein bisschen positive Verstärkung darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, niederländische perfekt. Äpfel. Niederländische Äpfel, okay. Und oh, die sind ja riesig. Ja. Oh. Die sind doch aber nicht für die Pferde. Die sehen doch so gut aus, dass man die selber isst, oder? Die sind für die Pferde. Ich meine, die könnt ihr auch gerne selber. Ja, den gutesten Joker bin ich jetzt das beste Beispiel voran gewesen. Ich habe auf gar nichts geachtet, als er aus dem Anhänger gestiegen ist. Auch nicht auf dem Weg hierher, weil die Besitzerin gleich in Tränen ausgebrochen ist. Und ich nur gedacht habe, gehört habe, der Mann hat gar keine Pferdeerfahrung. Er führt jetzt aber dieses Pferd vom Anhänger und geht hier rein. Und ich habe gedacht, schlagen, beißen, losreißen, steigen, unerfahrener Mann am Strick. Hilfe, lieber Gott, lass das gut gehen. Aber gar kein Problem. Jetzt muss ich den ganzen Check wann anders machen. Ich weiß nicht, ob Fühligkeit. Ich kann nur sehen, dass er gut im Fell aussieht. Also wirklich gut im Fell aussieht. Ja, schöne, klare Beine hat. Ganz entspannt ist, komischerweise. Ich habe eher so ein bisschen Spannung von der Besitzerin übernommen. Aber nun gut, wir haben ja jetzt Zeit und können es abchecken. Der Wunsch war, dass wir uns draufsetzen. Das ist natürlich so eine Sache. Also wenn die Pferde hier vorgeritten wären und ich so ein bisschen abschätzen kann, wie das Risiko ist und ob der Magen mitspielt, ob die Zähne mitspielen, alles andere, dann machen wir das manchmal. Aber wenn das nicht so ist, dann machen wir das auch nicht. Nein, nicht in 3 Tagen. Also wenn es denn ums Reiten geht, dann braucht man wirklich ein bisschen Vorarbeit. Dann heißt es, dann nehme ich die Pferde wirklich an die Doppellonge. Ich bereite die so weit vor, dass die wirklich mit mir zusammen die Hilfen wirklich nehmen und auch verstehen. Und wenn ich die so ein bisschen kennengelernt habe, dann kann ich auch einschätzen, was für ein Risiko wir eingehen, wenn wir uns draufsetzen. Das ist natürlich bei einem 3-Tage-Check gar nicht möglich. Dann ist erstmal ankommen, dann heißt es erstmal gucken, wie sieht es mit dem Magen aus, wie sieht es mit den Zähnen aus, wie sieht es mit allem anderen aus, mit der Losgelassenheit, wie sieht es mit Hilfengebung, mit Zügelverstehen an der Doppellonge aus. Und dann sind die 3 Tage schon fast rum, wenn man noch das Anhängertraining damit reinnimmt. Da muss ich mal gucken. Ich versuche trotzdem ein bisschen die Ausreittendenz zu kriegen, aber anders. Und während Joker noch eincheckt, kümmert sich Vicky um die kleinen Gäste. Die Eichenecker samt Pferde in voller Lebensgröße zu sehen, hat schon so manchen zum Staunen gebracht. Hat die lange Beine, Vicky, ne? Das habe ich mir in den Videos schon gedacht. Ich habe von Google damals, seitdem verfolge ich euch okay. Ja schon. Und die Entwicklung von Vicky allein. Ja, das kann man sich gar nicht angucken. Auch vor 2 Jahren mit Falco und so. Ja. Vor allem besonders was, wo sie sich ihren Pony hat schneiden lassen. Und jetzt, ne? Ganz entspannt. Also bei uns ist Jack der
derjenige, der fremde Pferde einordnet. Gut, also der Zweijährige. Guck es dir an und halt. Prima. Ja, das ist deine Putztasche. Wie lange hat jetzt keiner mehr drauf gesessen? Sechs Wochen? Nee, gar nicht. Ich habe es vor 2 Wochen noch probiert. Mhm. Mit dem Prestige-Sattel. Ist nur ein anderer Sattel mit Schoner drauf. Mit dem habe ich es tatsächlich noch mal probiert. Halt. Halt. Und da lief er so total klemmig und... Mhm. Da habe ich dann gesagt, nee, das bringt nichts. Wir haben es an der Longe probiert, damit ich mich nur auf ihn konzentriere. Der bockt gar nicht gleich los. Nein, gar nicht. Nein, im Gegenteil. Joker ist eher der Kandidat, der dann stehen bleibt und sagt, hör mal, da passt was nicht. Und wenn man dann bum, bum, bum macht, das hatte er ja. Das ist ja das. Das ist das. Ja. Und so bin ich gar nicht. Deswegen, mich hat er noch nie versucht abzusetzen. Der sagt dann Bescheid. Der klackert dann mehr mit dem Gebiss oder hält den Kopf schief, also geht in, ne? Aber absetzen noch gar nicht. Was habt ihr denn? Habt ihr Zähne oder Zähne machen? Zähne hat er gemacht bekommen Anfang diesen Jahres. Mhm. Ne? Also er ist so ein Kandidat. Ich saß auf ihm drauf, alleine in der Halle. Bei uns war, Mama halt, Land unter. Es hat durch die Decke getropft. Es hat gewittert. Es hat unterm Hallentor schwallartig zurück. Und halt. Schwallartig kam das Wasser, das er schon so, der ist ganz cool mit mir im Schritt durch die Halle geht. Als ob nichts wäre. Und dann im nächsten Moment, wenn mal was nicht irgendwie, dann ist so, da ist der Säbelzahntiger. Nein, Joker, da ist gar nichts. Ne, und das sind wirklich so Zeichen dann. Das macht er in Stresssituationen. Ja. Zum Kopf hin und her. Entspann dich. Eine Katze. Versprochen. Ja, die liegt da. Ja, ich weiß, die lag da eben noch nicht. Das macht er aber fein. Ja, finde ich auch. Also wirklich. Aber wenn Joker Tinker in der Ferne sieht, dann ist das so, oh mein Gott, das sind Kühe. Oh mein Gott, die bewegen sich. Ach so. Ah, ich muss Panik kriegen. Ja, wir haben schon überlegt, ob wir uns so eine künstliche Kuh in Lebensgröße holen. Weil das haben ja ganz viele. Also ja, meine Mutter hat sich so eine Kuh wirklich gekauft. Die steht bei ihr auf der Wiese mit den Pferden zusammen. Siehst du? Das ist natürlich auch eine Idee. Ja. Dann habe ich vor kurzem mal versucht, mit ihm einfach nur stehen zu bleiben. Mhm. Dann ein Video von gemacht. Habe das in der Gruppe hochgeladen von den... Nee, komm, geh mal zurück. Ja, du musst die Beine schon mitnehmen. Zurück. Dankeschön. Nee. Ein Video von gemacht, habe das in der Galoppergruppe hochgeladen und wurde zerfleischt. Warum man denn mit einem Pferd stehen bleiben muss? Mhm. Das geht ja gar nicht. Wenn ich mich unterhalten wollte, sollte ich den Gaul doch in die Box stellen. Boah, ich finde das schon sehr sinnvoll im Straßenverkehr, dass das Pferd stehen bleiben wenn kann. Wenn ich auf den Hufschmied warte, halt, dann soll ich doch das Pferd erst rausholen, wenn der Hufschmied da ist. Und ich habe mir so gedacht, Leute, ist doch schön, wenn eure Pferde das nicht können, aber ich möchte, dass mein Pferd versteht, wenn ich an Ort und Stelle bleibe, dann soll er das auch tun. Ja. Und auch mal nur das Ganze abgeben. Er tritt nicht, er haut nicht, er knibbelt höchstens mal am Pöppis, wenn man irgendwo versucht, die Hufe auszukratzen. Halt, alles gut. Sonst würde ich meine Tochter auch nicht zu ihm in die Box lassen. Ja. Da ist er noch vorsichtiger. Bei Kindern. Mhm. Die darf ihn auch trocken reiten. Das ist gar kein Problem. Im Schritt auf ihm drauf, super. Auch ohne Sattel, super. Ja. Würde ich nicht zulassen, wenn ich nicht weiß, dass er da lieb ist. Kommst du mal zu mir? Fein. Und halt. Gut machst du das. Bitteschön. Ganz braver Bub. Das macht er gleich vermutlich, sobald das Gebiss drauf ist, die Geräusche. Wie ist er denn bei euch eingestellt? Ist er Paddock Box, 4x8 Meter. Ja. Also wirklich auch mit Bewegung. Ja. Eine große Kiste, wirklich groß, komplett voll mit Heu. Mhm. Er kann fressen, wie er möchte.
Er geht morgens um 9 mit der Herde, kleine Herde, 4 Pferde, 4 Wallache, ja. Mehr Wallache haben wir nicht im Stall, auf die Wiese und kommt abends zwischen 6 und 7 rein. Also an sich ein tolles Leben als Pferd. Strohhäcksel. Mhm. Anders geht's nicht. Nee. Strohhäcksel heißt, es ist gehäckseltes Stroh, was er dann auch fressen kann, theoretisch. Theoretisch gesehen. Ja. Wenn du dir das zutrauen würdest. Würdest du es lieber sehen? Dann würde ich das, glaube ich, lieber nehmen, weil dann würde das ein bisschen das ein bisschen unterstützen, was ich vorhabe. Ja, kein Problem. Kein Problem. Können wir machen. Einmal die hier bitte. Ist gut jetzt. Ja. Ja, jetzt kommen sie die Stresssymptome, ne? Halt. Ja, ja. Das ist aber immer was ganz Schönes, was man auch, wenn man in fremden Umgebungen fährt, einfach auch immer mal wieder abtesten kann, dass das, was zu Hause kein Problem ist, ob das woanders denn auch so ist. Ne? Das ist, so sehen wir den Turniersport quasi. Ja. Das, was wir hier auf dem Reitplatz an Losgelassenheit haben, ist dann wirklich ein Abfragen, wie ist es mit Zuschauern, wie ist es auf fremden Plätzen. Prima. Ne, ja, das machst du sehr gut. Bleibst mal schön hier stehen. Brav. Ja, fein. Ist gut. Alles gut. Ich weiß, mein Herzschlag verrät was anderes, ne? Ist mir schon klar. Ja. Klar. Weil du mit ihm jetzt auf den Platz gehst. Oder weil wir jetzt hier sind. Ne? Die Fahrt und all das. Ich habe mir einen tierischen Kopf gemacht. Horrorszenarien, steigendes Pferd im Hänger, überschlägt sich und also Späße. Das ist seitdem, ich weiß es nicht. Seit wann? Seitdem Luana da ist, ist es so intensiv geworden. Mhm. Ist eure Tochter? Ja. Ja, ja. Genau. Bei meinem Sohnemann, da war das noch nicht so. Mhm. Brav. Ja, du. Ja, du. Ja, guck. Super. Also du siehst, ja, ja. Ich krieg immer Tadel. Stopf nicht so viel in das Pferd rein. Naja. Ich finde das, wenn man solche Pferde hat mit schlechten Erinnerungen oder auch jetzt wie Jack und Joe, die das alles neu lernen, finde ich das total wichtig. Weil die sind dann motiviert, auch wirklich was zu machen. Er ist halt Joker. Ich glaube auch, dass er im Grunde... Aber ein Joker ist ja was Gutes. Joker setzt man immer dann ein, wenn man eigentlich... Nee, halt. Kommst du mal ein Stück vor, weil sonst will er zu dir. Dankeschön. Aber meistens kommt man naiv ganz gut durch. Und dann waren wir gerade frisch gekauft in der Tevener Heide unterwegs. Ja, das ist halt auch dieses Typische. Und da ist er sie geritten. Da ist ein NATO-Base, Flugzeug gestartet. Kühe haben wir gesehen, Radfahrer, Wanderer. Ohne an der Longe, also wirklich eher mit dem Pferd und ich mit dem Fahrrad. Super geklappt. Und das schönste Erlebnis auf dieser Stute, und das wünsche ich mir von ihm, war der Kantergalopp. Ach so. Das war so ein toller Galopp und ich vermisse das. Ich will das unbedingt wieder haben. Es fällt ihm schwer, sich zu setzen. Mhm. Er geht teilweise, ich habe jetzt viel mit ihm durch das Chapeau-Video. Ach so. Mit dem schön raus und vorne ein bisschen rein. Und hier, da haben wir doch einiges hingekriegt. Ne? Ah, das korrigierende Longieren. Genau, ah ja, richtig, alles klar. Richtig. Hey. Also hast du Podcast und natürlich. Tutorials? Ach so, natürlich, okay. Alles. Alles geht monatlich von dem Konto meines Mannes ab. Für irgendwas muss der Mann ja gut sein, ne? Außer für dies und dies. Er hat halt YouTube Premium und ich nicht. Und allein das Verladetraining hat uns schon, weil manche Szenen doch ähnlich zu Joker waren, als ich Joker damals von Mönchengladbach zu uns erstmal geholt habe. Das war keine lange Strecke, da mussten wir ihn für sedieren und mit 3 Mann auf den Hänger. Ja, das hatte ja die Frau Friewald auch mit dem Freudentanz. Ne? Der kam hier wirklich sediert an. Ja. Und das war jetzt, das ist jetzt gemein, wenn ich das sage, aber das war mit dem Freudentanz echt kein Hexenwerk. Hey. Also da ist dann so ein Leo oder so ein Luca schon was anderes gewesen.
beim Verladen. Ja, aber auch dieses Pferd, was von dem Pferdehändler als Reitpferd für Leo war das, okay. Ja. Das war so ähnlich zu ihm, nur dass er es bisher noch nicht geschafft hat, sich auf die Nase zu legen. Mhm. Auch die Strickführung und so weiter schön doppelt legen und nicht im Kreis wegen den Fingern und all solche Sachen. Habe ich mir von den Videos alles abgeguckt. Ja, das ist so wichtig. Ich habe 2 Finger abgedreht gehabt. War Christian. Ich nett. Ich hatte vom Steigen. Naja, ich hatte dann wirklich 2 Spiralbrüche, weil die wirklich abgedreht waren. Ja. Weil ich so nett war und aufgeladen habe. Und das war schon lange vor dieser Zeit hier. Und wenn du dann noch nicht mal die Rechnung bezahlt kriegst, wo du sowas machst, dann ärgerst du nicht noch mal doppelt. Ja, aber wirklich. Ne, weil du fällst ja dann auch erst mal 8 Wochen aus. Ja, ja, definitiv. Ihr seid selbstständig. Das heißt selbst und ständig. Und ich, legen wir wieder los. Genau so ein Video habe ich gedreht und gefragt, hat von euch jemand auch so einen Kandidaten? Da wurde ich sowas von, das Gebiss sitzt nicht richtig, das ist zu tief, das ist zu hoch. Was lernst du da draus? Nichts mehr posten. Nichts mehr in Gruppen stellen. Nichts mehr posten. Das ist auch das, was ich auch immer sage. Hallo Jungs, siehst du, hier tobt keiner los, die sind alle entspannt. Gut. Und wenn du mit ihm jetzt den Crosstrail laufen solltest, dann hättest du Not vor was? Vor meinem Kopf. Und was sagt dein Kopf dir dann, was alles passieren könnte? Da könnte er reinrutschen, da kann er sich ein Bein brechen, da kann er dies. Ich denke mal, das ist aufgrund der 2 verlorenen Pferde. Ach, das ist gar nicht, dass er dich verletzen könnte, sondern dass er sich verletzen könnte. Ah, okay. Ja. Ganz anderer Ansatz für mich. Joey versteht die ganze Aufregung gar nicht. Hier hat er schon spektakulärere Auftritte gesehen. Ich bin aufgeregter. Oh, du hast ja sogar die Verschnallung für Handwechsel. Ja, ja. Wenn Andrea macht, dass ich direkt agieren kann. Okay. So. Hast du auch schon Handwechsel mit ihm gemacht? Ja. Also dann kennt er das auch mit hinten rum und so. Ja, schön. Auch unter anderem so ein bisschen aus deinen Videos, ein bisschen Selfmade. Ja. Und ein bisschen Unterrichtsform mit Dualga. Eine Longierpeitsche nehme ich grundsätzlich nicht dazu. Okay. Weil er Panik kriegt. Okay. Ja, prima. Nee, bleib mal hier. Geh mal raus. Ja. Super. Ganz fein. Gut. Klasse. Ist das so das Bild, was du kennst? Ja, normalerweise ein bisschen zügiger noch. Weil ich finde ihn gerade super, super cool und entspannt. Und das hast du dir jetzt alles selber beigebracht? Ja. Finde ich Wahnsinn. Finde ich total toll. Auch die Stallbesitzerin, die kennt ja die Problematik mit ihm. Die sagt auch jedes Mal, wenn er mal so eine Phase hat, sagt die mir Bescheid. Komm vorwärts, muss nicht rückwärts gehen. Dann wird mit dem gemacht und dann sagt sie selber auch, das erlebt sie selten, dass ein Einstaller dann so engagiert ist und an dem Problem auch direkt bleibt draußen, arbeitet und macht und tut. Gut, so. Gut. Ja, prima. Und Tee, rap. Super. Finde ich richtig mega. Bietet sich im Trab an, läuft einen schönen Tag, kaut ab. Klar, er klappert ein bisschen, aber es ist auch ein Rennpferd. Das soll jetzt nicht heißen, dass ein Rennpferd mit den Zähnen klappern darf. Aber Rennpferde, die haben wirklich auch Stress. Alleine die Aufregung, es haben viele Turnierpferde auch. Aber auch jetzt die Nicole, die hat sich das selber beigebracht anhand der Tutorials, der Podcasts. Ich finde das Wahnsinn. Das finde ich richtig, richtig toll. Und ich muss sagen, der Galopp, den fand ich auch wirklich gut. Und ich glaube einfach, dass eine ganz große Unsicherheit, glaube ich, bei der Nicole da ist, dass sie überall Gespenster sieht. Sie selber, gar nicht eher. Wunschvorstellung wäre Doppellonge Crosstrail. Dann weiß man schon mal, wie es mit dem aus
Reiten in Anführungsstrichelchen ist. Er soll sich umdrehen, er soll in die Luft gehen, er soll auch stehen bleiben. Dafür müsste ich es erstmal am Platz so ein bisschen probieren, was er sagt. Ich vermute auch Magen. Ich habe schon gesehen, als er mit den Zähnen geklappert hat, dass die Hengstzähne sehr, sehr lang sind, wirklich sehr lang. Ich gehe davon aus, dass die auch oben schon in den Gaumen gehen, wenn er sein Maul zu hat. Ach schön, Handwechsel. Gut. Klasse. Fein. Prima. Klasse. Ja, ist gut. Von Jokers üblichem Verhalten ist hier noch nichts zu erkennen. Der Zauber von Hof Eicheneck scheint zumindest heute mal wieder zu wirken. So, da merkt man, rechte Hand ist also ein bisschen hölzerner. Aber das kann jetzt natürlich auch sein, dass die Leine hinten rumgeht. Das hatten wir eben auf der anderen Seite ja nicht. Aber ganz toll. Guck mal, der ist gar nicht schreckhaft, gar nicht guckig. Ja. Deswegen, das Einzige, was ich halt wissen möchte, wirklich ist, tue ich ihm Unrecht, wenn ich im Sattel bin? Hat er Schmerzen? Also wenn die Sättel nicht passen, dann tust du ihn vielleicht Unrecht. Ich habe eine Sattel-Odyssee hinter mir. Das glaube ich. So, hast du das mitgekriegt? Bitte? Ich finde das richtig klasse, wie du das machst. Dankeschön. Gerne, ist wirklich Wahnsinn. Mit deinen Videos unterstützen. Also finde ich richtig, richtig toll. Weil ich habe mir damals gedacht, wenn ich schon aus dem Sattel nicht viel anrichten kann, dann möchte ich zumindest, dass er vom Boden aus gearbeitet wird, ne? Und Schweißausbrüche kriegen wir jetzt, wenn wir die Cross-Trail-Runde gehen wahrscheinlich, ne? Ich nicht. Was? Schweißausbrüche? Ich bin klitschnass. Also dann muss der Mann mal ran. Pferde sind hochsensible, gutmütige Wesen, die genau spüren, ob der Mensch aufgeregt oder ängstlich ist. Vermittelt dieser aber echte Gelassenheit und geht selbstbewusst voran, wird er in fremder Umgebung gerne als Leittier akzeptiert. Und auch Joker scheint Nicoles Mann gerne zu folgen und fühlt sich bei ihm sicher. Auch Menschen haben diese Gabe und gerade Trainer sollten sie auch benutzen. Nur leider hören viele nicht hin, wenn die Tiere versuchen, ihnen etwas zu sagen. Gut, dass es tatsächlich einige Ausnahmen gibt. Ja, ich bin ehrlich gesagt mega überrascht. Zum einen natürlich von der Nicole, die hat das wirklich toll gemacht, selbst beigebracht, das mit der Doppellonge. Und dann habe ich ja gesagt, jetzt kriegst du vielleicht Schweißausbrüche, wenn du den Crosstrail mal runtergehst und hoch, da blieb sie echt das Herz stehen. Ihr Mann hat gleich gesagt, ich krieg da keine Schweißausbrüche. Und ich muss sagen, ich habe jetzt überhaupt gar kein überdrehtes, schreckhaftes Pferd gesehen. Ich würde wahrscheinlich auch viel zügiger gehen. Ich als Mensch würde, glaube ich, schon nach ein paar Metern denken, boah, kann es jetzt nicht mal losgehen? Also von daher, den Joker, den fand ich mega entspannt. Auch da unten, der kennt das hier alles nicht. Es kommen wirklich unten bei dem Teichen, kommen ein paar Bremsen. Das findet er nicht so gut, aber hat ein bisschen auf der Stelle getrampelt, aber total entspannt. Also ich bin gespannt. Ich gucke mir die Sättel an. Wir haben vielleicht dann noch ein Physiopad oder sowas. Ich muss mal gucken, wie weit sich das Ganze hier jetzt morgen so ein bisschen präsentiert und auch heute Abend. Ich muss noch die Rabea irgendwie rankriegen, weil ich glaube wirklich, dass man da mit dem Magen antherapieren schon ganz viel machen kann. Die Bauchform ist schon so ein bisschen nach hinten, so ein bisschen runterhängend. Das sind schon immer so ein paar Anzeichen, denn auch die ganze Beschreibung, die er hat mit dem Stress, auch dass er halt wirklich vorher geschnappt hat. Ich habe gesehen, die Hengstzähne sind sehr lang. Ich bin gespannt, was ich beim Check fühle. Und dann muss ich einfach mal gucken. Wenn jetzt natürlich die Sättel gar nicht passen, dann wäre seine Spannigkeit auch wieder zu erklären. Weil jetzt gerade an der Doppellonge fand ich es toll. Der Galopp, ja, der war jetzt nicht
ganz gesetzt und ganz ruhig. Es ist aber auch ein Rennpferd. Also dafür fand ich das auch mega gut. Und müssen wir mal gucken. Ich will natürlich keinen in Gefahr bringen. Ich sage dazu auch nichts. Ich gucke einfach mal, was wir bis Mittwoch machen können. Und dann bin ich gespannt. Bin wirklich gespannt. Aber erstmal bin ich sehr, sehr positiv überrascht, weil aus dem Kontaktformular habe ich wieder ein ganz anderes Pferd erwartet. Ein ganz anderes Pferd. Freue ich mich, dass es nicht so ist. Also ich hoffe, dass es nicht so ist, wenn ich mit ihm alleine bin. Mal gucken. Okay. Ja, dann ist deine erste Aufgabe, dich mental erstmal darauf vorzubereiten, ihn die Runde, die dein Mann gerade geführt hat, am Mittwoch auch zu führen. Und dann gucken wir, wie weit wir kommen, was du noch alles machen musst. Okay. Also wenn dein Mann sich dann draufsetzt und die Crosstrail-Runde reitest, dann müsstest du dir Gedanken machen. Dann ist es dein Pferd und wir gucken für mich für ein zweites. Ja, für das kleine Töchterlein, für die lange Fahrt zurück, kann sie sich einen von aussuchen. Ich wüsste nicht, welchen ich nehmen soll. Ich würde wahrscheinlich den nehmen. Bin ich gespannt. Ich gehe mal hin. Was mache ich denn, wenn sie beide will? Sind die Nasenlöcher, ne? Die riechen nicht. Du bist ja süß. Aber jetzt ist wie lange der Hals auf einmal wird. Oh, wie schön. Jetzt muss ich kurz überlegen, welcher von den Kandidaten ist über die Litze gesprungen? Das war Chapeau. Chapeau, ne? Mhm. Bei der Eingliederung, ja, ja. Okay, Pferd hat sich anders entschieden. Sag mal, kannst du ein Kuscheltier gebrauchen? Nö. Doch. Und magst du lieber Tiger oder lieber Bären? Willst du dir was aussuchen? Guck mal, ich habe hier zwei Stück. Welcher ist besser? Ich wüsste es auch nicht. Ich habe schon meinen Favoriten. Den hätte ich auch genommen. Ich habe... Bitte. Und Vicky bekommt dann den Tiger. Aber nur, wenn das hier mit dem Training auch gut klappt. Oh, musst du gar nicht schlucken. Nein, du musst nicht schlucken. So schlimm wird das gar nicht. Du hast schon gleich... Du? Na komm. So, bei dir muss ich ja ein bisschen aufpassen, ne, wenn es raus auf den Paddock geht. Aber du musst auch auf mich aufpassen. Ne? Nur ich auf dich geht nicht. Das überlege gar nicht erst. Na. Hast du so Stress? Musst du so aufstoßen? Armer Kerl. Guck mal hier. Ja, guck mal. Hier gibt's ganz viel. Ja, hier gibt's ganz viel. Schau, ganz viel gibt's hier. Siehst du wohl? Bitte schön. Das ist super. Komm, halt da ab. Komm her. So. Gut. Klasse. Ja, kannst du dir alles angucken. Ja, guck. Wasser ist da, ist alles da. Ne? Essen da. Na, siehst du wohl. Das ist doch schon mal schön, oder? Warst du so toll hier, ne? Bist Crosstrail gegangen. Ja, bist fein auf dem fremden Platz gelaufen. Da hast du dir auch was verdient, ne? Positiv überrascht. Von beiden Pferden. Sehr, sehr schön. Ich glaube, ich kann beruhigt in den Feierabend gehen. Joker habe ich gerade rausgebracht. Ich höre den ganz oft schlucken, wirklich. Also als wenn der was abschluckt. Also ich glaube, mit Magen werde ich mit Rabea bestimmt sicherlich das Gleiche kriegen. Jetzt gibt es noch einen schönen Abendgruß für die Besitzerin
von dem Joker. Der freut sich gerade draußen zu sein. Wälzt sich links, wälzt sich rechts, freut sich. Und dann, glaube ich, haben wir alle Feierabend. Oh, schön, ne? Der Joker ist ganz zufrieden, hat hier draußen sein Abendbrot. Liebe Grüße und gute Nacht. Na, Odin? Und wie dieser Fall weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Für ganz Ungeduldige stehen neue Filme schon vorab im Kanalmitgliedsbereich zur Verfügung. Auch kann man dort viele Filme in der Uncut-Version sehen, sowie Podcasts und Tutorials von Ariane zu den verschiedensten Themen für Reiter und Pferdehalter. Wir wünschen euch viel Spaß und alles nur erdenklich Gute. Euer Hofeicheneck-Team. I'm in your warm embrace. Oh, I hope this feeling lasts till the oceans turn to glass and the world around us turns and fades.